Unsere Erde stellt nur ein gewisses Kontingent an Ressourcen zur Verfügung. Den eigenen ökologischen Fußabdruck zu ermitteln, ist der erste Schritt, damit die Erde auch in Zukunft für alle bewohnbar bleibt. Aber was ist eigentlich der ökologische Fußabdruck? Ökologischer Fußabdruck ist eine Möglichkeit, unseren Umwelt- und Naturverbrauch zu messen. Das heißt konkret, dass alle Ressourcen, die nötig sind, um unseren Lebensstil zu ermöglichen, erfasst werden, gesamthaft erfasst werden und dann umgerechnet werden in eine Fläche. Und zwar in jene Fläche, die notwendig ist auf der Erde, um diesen Ressourcenbedarf zu entwickeln oder bereitzustellen. Das nennt sich dann Global Hektar. Das ist eine Einheit, dadurch wird es vergleichbar. Ein Global Hektar sind 10.000 Quadratmeter. Das ist ungefähr die Größe eines Fußballfeldes. Nur ein Viertel der Erdoberfläche ist nutzbar. Aufgeteilt auf alle Erdbewohner hätte jeder Einzelne rund 1,6 Globalhektar zur Verfügung. Realität ist aber, dass ein Europäer in etwa 5 Globalhektar nutzt und ein Österreicher ungefähr 6. Das heißt, wir überstrapazieren unseren Anteil. Die ganze Welt hat derzeit einen Flächenbedarf von knapp 2,7. Wir haben aber nur eine Erde. Das heißt, zurzeit strapazieren wir die Erde ungefähr um das 2,5 bis fast dreifache der Ressourcen, die sie uns bieten kann. Das ist die Fläche, die dafür nötig ist, um zum Beispiel Getreide zu erzeugen, Viehwirtschaft zu betreiben oder Gemüse anzubauen. Das Ideal von 1,6 Erdbürger, das wäre fair, ist ungefähr so groß wie der Mirabellgarten. Also jedem Menschen stünde der Mirabellgarten als Fläche zur Verfügung, um seinen ganzen Ressourcenbedarf zu decken. Wer seinen eigenen ökologischen Fußabdruck berechnen möchte, kann dies ganz leicht online machen. Es gibt da wunderbare Tools im Internet, Fußabdruckrechner. Da kann man wunderbar abbilden, wie ist mein Lebensstil. Es hängt davon ab, wie lebe ich, wie aufwendig, wie umfangreich. Da gibt es eben die 4 Bereiche des Fußabdrucks, in denen er sich abspielt. Das ist einmal Wohnen, das ist dann Mobilität, das ist dann Konsum und das ist die Ernährung. Und in diesen 4 Feldern wird ganz einfach in den Rechnern hinterlegt, wie mache ich Urlaub, wie bin ich mobil, welche Lebensmittel nehme ich, wie oft bin ich unterwegs, wie ist mein Konsum. Und das Tool errechnet dann, wie viel Fläche, global Hektar, sind dafür nötig. Und es gibt auch die Möglichkeit, mit den Tools Optimierungen zu berechnen. Also wenn ich mein Leben verändere, mein Verhalten verändere, wie wirkt sich das aus? Aber wieso tun wir uns eigentlich so schwer, unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren? Das Problem ist das Bewusstsein und dann natürlich ein Stück weit Komfort und Bequemlichkeit. Zum Beispiel beim Wohnen. Wohnen, das heißt, dort hängt der Fußabdruck vor allem davon ab, wie viel Energie wir verbrauchen für das Heizen, für das Warmwasser, für den Strom und welche Art der Energie. Also konkret, wir sollten in möglichst gut gedämmten Häusern wohnen, geringer Energieverbrauch. Dann sollte unser Nutzerverhalten beim Konsum von Energie auch bewusster sein, nicht verschwenden, also Licht ausschalten, als Klassiker, den schon die Oma gehabt hat. Und natürlich sollte man dann saubere Energie verwenden, also keine fossilen Energieträger, sondern die erneuerbaren. Und wenn es möglich ist, und das ist vielleicht ein bisschen unangenehm, wir sollten auf kleineren Flächen wohnen. Weil ein kleines Haus mit 3 Personen hat natürlich einen geringeren Fußabdruck als wie ein Riesenhaus mit 3 Personen. Das ist mal so. Und das ist vielleicht der Aspekt, der uns ein bisschen zuwiderläuft, weil es natürlich ein Stück weit Einschränkung ist. Bei der Ernährung geht es ganz stark darum, Nummer 1, regional die Nahrungsmittel zu nutzen, dann auch saisonal, also was es zurzeit gibt, das sollte man nutzen, dann gibt es zu gewissen Zeiten gewisse Früchte und Gemüse eben nicht und wenn möglich biologisch. Wenn man denkt, 80-90% der Fußabdrucks in der Mobilität sind durchs Fliegen und durchs Auto, durchs Pkw, dann weiß man wo. Das heißt, man muss überlegen, wann muss ich mobil sein, wie ist da die richtige Art der Mobilität, also muss ich mit dem Auto fahren oder geht zum Beispiel ein öffentliches Verkehrsmittel, geht ein Carsharing, geht auch das Fahrrad oder das zu Fuß gehen. Konsum ist Papiernutzung, ist Möbelnutzung, ist natürlich auch Urlaub fahren, ist natürlich auch Einkaufen, ist Kleidung. Also hier gilt das Prinzip, weniger ist mehr. Schon kleine Änderungen unserer täglichen Gewohnheiten können den eigenen ökologischen Fußabdruck drastisch verbessern. Alle Informationen rund um den ökologischen Fußabdruck finden Sie auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.